Willkommen zurück auf unserem YouTube-Kanal. Wir sind heute hier in Siegen unterwegs bei Phil Posch. Er hat eine SEO-Agentur, ist Kunde bei uns und wir besuchen ihn heute mal in seinem Office. Unser Auto ist noch ein bisschen versifft vom Salz in Augsburg. Wir waren nämlich in Augsburg unterwegs und da hat es ziemlich viel geschneit. Ja, hier ist auch schon das Auto vom Phil. Der hat, glaube ich, jetzt vom 911er auf den Cayenne gewechselt. Ich kenne mich nicht so aus mit den Modellen, aber auch sehr wild. Gehen wir mal rüber. Mal Klingelstreich machen jetzt. Türklingeldefekt. Bitte eine der Nummern anrufen. Super. Hallo, hier ist die Mobilbox von 015. Posch Consulting GmbH, schönen guten Tag. Hallo, hier ist der Markus, ja, Markus Baulig. Ich stehe unten vor der Tür. Ach klasse, ich mach sofort auf, ja? Bis gleich. Bis gleich. Schönen guten Tag. Hi. Schön, dass du da bist. Hi. Hier sind die Awards. Hier seht sie. Und Phil läuft. Wir haben heute Terminabstimmungsprobleme gehabt, ein bisschen. Bisschen, ja. Ich habe mich gerade eben noch ganz schnell ins Auto gesetzt und bin rübergefahren. Ich hatte mit ihm ausgemacht, dass wir vorbeikommen wollen. Und dann habe ich meinem Mitarbeiter gesagt, organisiert es mal. Und mein Mitarbeiter dachte, ich würde es organisieren. Und dann wussten wir alle Bescheid, was heute läuft, außer der Phil. Und der fragt mich heute Morgen, kommt ihr eigentlich ein bisschen früher noch? Oder machen wir noch was? Aber hat noch gepasst. Aber hat gepasst, ja. Weil er hat ja Gott sei Dank keine Termine. Hi. Markus. Hi. Kennst du uns sehr gut, weil? Ich habe eure Videos ganz viel angeguckt und ja, ich habe das Gefühl, ich kenne euch schon sehr lange. Was machst du hier? Ich bin der Foto- und Videograf. Ja. Ah, nice. Passend zum Thema. Ja, Gianluca, der Kollege. Ja, der Alex macht ganz viel. So dass, alles das, was nach außen geht, Fotos, Videos, Branding, hat einen deutlich professionelleren Charakter angenommen, seitdem wir das jetzt auch in-house machen. Nice. Geil. Hi. Ein Hund im Büro? Ja. Er hat einen sogenannten Curved Samsung-Bildschirm. Genau, ja. Der muss ja viel sehen, ne? Was so alles die Entwicklung, Kurven betrifft und so. Die Entwicklung? Ja. Ja. Aber da muss er eigentlich nach oben, weil die Kurve geht ja immer hoch. Ah, du bist Vertrieb hier, ja? Genau, genau, richtig. Ja. Und? Gefällt's dir? Ja, sehr gut. Ist der Phil auch immer lieb? Auf jeden Fall. Sieht ja auch richtig cool aus hier. Ein schönes Bad. Schau mal, fast wie ein Hotel. Die Theke ist auch cool. Ja, als wir das Büro angesehen haben, da gab es hier eine Küche. Das war so eine ganz klassische Büroküche, einfach hier in der Ecke. Und die wollte ich nicht übernehmen. Dann habe ich gesagt, dann machen wir hier so eine, die so ein bisschen abtrennt, den Arbeitsbereich und den Bereich, wo die Kunden halt hinkommen. Wir haben sogar aus dem klassischen B2B-Umfeld ja schon mal so alteingesessene Unternehmer, die dann schon mal vorbeikommen. Genau. Ihr Unternehmen auf Seite 1 bei Google. Erfahren Sie, wie Sie Ihren Vertrieb digitalisieren und für potenzielle Kunden und qualifiziertes Fachpersonal omnipräsent werden. Genau. Dort, wo diese nach Ihnen suchen, nämlich auf Google. Über 10 Jahre Erfahrung im SEO-Bereich. 160 erfolgreiche Projekte. Auf Phil.de, also wenn ihr diesen Report euch reinziehen wollt, schaut es gerne an. Wir arbeiten ja mit so ganz klassischen Unternehmen zusammen, Sanitärgroßhändler, Bürocontainerhersteller oder sowas. Und die wissen teilweise gar nicht, wie gefragt ihre Nischen sind. Und da hatte der Paul tatsächlich die Idee, dass wir doch die Begriffe, mit denen wir so spielen und tagtäglich zu tun haben, einfach auch hinten auf den Report packen. Mhm. Dass man sieht, hey, 4.700 Mal im Monat wird Bürocontainermieten gesucht. Krass. Das meint man gar nicht, ne? Aber auch so nischige Themen wie Schaumstoffhersteller und so. Ich weiß, wer einen großen Bedarf an Bürocontainern immer hat. Ja. ja, ich habe einen Unternehmer kennengelernt in Kitzbühel, der stellt auch Bürocontainer her. Die haben sich aber konzentriert auf das ganze Thema Medizinbranche. Das heißt, die statten kurzfristig Krankenhäuser aus und liefern denen wirklich schlüsselfertige Container. Das sind ja alles Sachen, über die wir uns im alltäglichen Leben gar keine Gedanken machen. Mhm. Und auch das wird natürlich sehr regelmäßig in Google gefragt. Na, hast du den geclosed? Den habe ich geclosed, in der Sauna. Hättest du das früher geschafft so? Nee, ich habe nicht, also ich habe nicht jede Gelegenheit genutzt, sagen wir mal so. Ja. Also ich habe eher die klassischen Termine abgewartet, um mein Angebot rauszuhauen. Und jetzt habe ich es halt den ganzen Tag im Kopf und haus raus. Ich war noch nie in Siegen, ne? Ich bin das erste Mal hier. Und? Extra für dich angereist. Und, was meinst du? Also erstmal danke für die Ehre. Schön, dass du da bist. Ja, sieht eigentlich ganz gut aus bisher, oder? Sah jetzt schön aus, fand ich.
Kann man, lässt sich bestimmt aushalten hier, oder? Ja. Immer hier, wo kommst du her? Ich bin also gebürtig ein Ort weiter, ist im Sauerland, also ganz klassische Industrieregion. Aber so die letzten Jahre wohne ich schon in Siegen, schon länger, ja. Warum zieht ihr nicht in eine größere Stadt? Reizt mich irgendwie überhaupt nicht. Ich bin mehr so ländlich orientiert. Ja? Ja, wir auch. Deswegen sind wir auch nicht in der Großstadt. Kann man besser arbeiten, ne, finde ich. Absolut. Also ich meine, klar, in Siegen hast du natürlich jetzt, wir sind ja gerade so an der Schwelle zur Großstadt, was die Größe der Stadt betrifft. Wir Koblenz haben, ja auch. Ja? Ja, wir haben relativ viele Studenten jetzt auch. Also die Stadt tut ganz viel dafür, dass die Studenten immer mehr in die Stadt kommen. Hast du studiert? Nee. Wie kannst du dann anderen Leuten beibringen, wie kannst du dann anderen Leuten dann ihr SEO optimieren, wenn du nicht studiert hast? Meine Expertise kommt aus der Praxis. Ich habe ganz viele Unternehmen kennengelernt, ich habe ganz viele eigene Seiten hochgezogen und einfach im Laufe der letzten 10 Jahre mittlerweile im Online-Marketing ganz viel ausprobiert und offensichtlich in die positive Richtung ausprobiert. Was hast du denn für Seiten hochgezogen? Also ursprünglich begonnen hat der ganze Spaß mal mit klassischen Affiliate-Seiten, aber ich glaube, ich war einer der wenigen, der wirklich Geld hat. Du warst quasi Affiliate-Marketer. Genau, also. Klassiker. Ja, hat alles mal begonnen mit Küchengeräten, Heizgeräten, alles Produkte, über die ich keine Ahnung habe. Teilweise habe ich sogar Motorsäge verkauft. Nie so ein Ding in der Hand gehabt. Aber ganz profitabel verkauft. Und irgendwann ist das ja mit Amazon nicht mehr so profitabel gewesen. Und dann habe ich angefangen, Reisen. Also das Amazon-Affiliate genau, quasi. Ja. Und dann irgendwann habe ich angefangen, Reisen zu verkaufen. Also einfach Booking verlinkt. Mhm. Und das war deutlich profitabler, weil natürlich die Warenkörbe bei Booking natürlich deutlich höher sind. Und wenn du so Luxus-Reisen dich auf fokussierst, ne? Genau, ja das. Oder ich hatte auch so Tracking-Sachen, ne? Irgendwie Wandertouren und sowas. Mhm. Und wenn du dann natürlich auch die passende Ausrüstung dazu verlinkst, das hat schon Spaß gemacht. Heißt, Affiliate-Marketing ist, du baust quasi einen Blog auf zu einem Thema und dann packst du da Links rein, hier, das Hotel ist super, wenn du Tracking machen willst, wandern gehen willst. Genau. Und dann deinen Link und dann klickt man da drauf über den Blog und buchst dir das Hotel und zack, verdienst du quasi in Provision ein bisschen, ne? Genau, kriegst dann quasi Kickback von dem Anbieter, Booking.com ja. oder so. Aber wie kam das dann, dass du gesagt hast, ich mache SEO für andere? Also ich habe das ja ursprünglich schon quasi so nebenbei gemacht, dieses ganze Affiliate-Thema. Mhm. Und war ja eigentlich in einer Agentur angestellt, wo ich ganz klassisch die Kunden beraten habe, dass sie Internetseiten brauchen. Und mich hat das halt super genervt, dass die Unternehmer kamen, haben dann irgendwie eine Internetseite für 30, 40, 50.000 Euro gekauft. Und dann hat man die für 2, 3 Jahre nicht mehr gesehen. Und parallel habe ich halt jeden Tag gesehen, du kannst mit Internetseiten Geld verdienen. Und das war halt hier irgendwie, die Agentur ist damit anders umgegangen und ich habe einfach gedacht, ich übertrage das, was ich im B2C kennengelernt habe, auf den B2B-Bereich und bin dann so eben auch an die ersten Kunden gekommen. Heißt, du machst SEO für bestimmte Schlagwörter im B2B-Bereich, genau. Sodass dann einfach man rankt. Genau. Was machst du zum Beispiel? Hast du irgendein Beispiel, 1, 2 Kunden, was sie so machen, wie Klar. das klappt? Also wir haben ganz klassisch mal angefangen mit einem Großhändler für Reinigungsmittel, der für Maschinenputztücher, Maschinenreinigungsmittel herstellt. Und da fing es eigentlich auch so an, so diese Auseinandersetzung, wie sucht eigentlich jemand, der so ein Produkt haben will, der gibt halt genau sein Problem ein. Da steht dann irgendein Techniker in der Werkstatt an der Maschine und gibt einen Putzlappenwerkstatt. Also super banal. Und damit haben wir es quasi hinbekommen, dem konstant Anfragen zu generieren. Das heißt, jetzt steht irgendwo ein Handwerker in der Werkstatt und sagt, boah, ich brauche Putzlappen, dann gibt er einen Putzlappenwerkstatt und dann sieht man ihn bei Google Seite 1 oben. Seite 1, genau, ja. Und dann bestellt er dann da einen Putzlappen. Genau, also nicht nur einen, tatsächlich dann Palettenware. Wir haben das ein bisschen ausgereizt, der hat mittlerweile noch mehr Produkte. Palettenweise Putzlappen werden bestellt. Genau. Hier werden die Putzlappen noch palettenweise bestellt. Ja, ja, das ist so das Industrieumfeld. Ne? Ja. Ist so ein ganz klassisches Beispiel. Ja, ich kenne das von früher. Ich habe ja früher auch im Lager gearbeitet, beim Großkonzern mal eine Zeit. Ja. In der Stahlindustrie, wo ich mein duales Studium gemacht habe, bevor wir hier, Coaching Consulting gemacht haben und da war ich auch mal im Lager. Da habe ich das ja auch gesehen. Da kamen die immer bei uns an, die Sachen. Ja. Palettenweise. Da habe ich die immer schon mit der Ameise dahin transportiert und so. Das waren auch Zeiten. Vor allen Dingen, ich war ja kein Fachlagerist, sondern ich war ja eigentlich im Büro. Aber im Büro gab es irgendwie da so wenig zu tun, dass ich immer gesagt habe: Fuck it, ich helfe jetzt einfach den Lageristen noch mit, weil ich so einen Monat da war, um einfach das auch mal gemacht zu haben. Ja. Und das war eigentlich ganz funny. Das war eigentlich jetzt müssen wir kommen, das ist echt, trainieren gehen. Ne? Genau, richtig.
Ja. Ja, das ist so ein super Beispiel dafür. Aber auch, wo du sagst, Stahlindustrie, das sind ja alles so mega sperrige Themen, wo man ja eigentlich so gar nicht drüber nachdenkt, dass darüber Online-Geschäft stattfindet. Ne? Ja, klar, aber was dafür? Noch viel mehr Geschäft als in dem, was man normalerweise Absolut. Kennt. Ja, vor allen Dingen, also was halt auch so super spannend ist, weil normalerweise denkst du irgendwie bei einem ganzen, bei dem B2C-Thema, ich habe den einen Endkunden, den adressiere ich halt mit, weiß nicht, Schuhe kaufen, Schuhe Online-Shop. Mhm. Aber gerade im B2B, du hast halt so viele unterschiedliche Ansprechpartner, worauf wir uns ja auch konzentrieren. Du hast halt den Praktikanten, der abgestellt wird für Recherche. Du hast den Einkäufer, der günstig einen Anbieter sucht. Du hast den Techniker, der halt ein technisches Verständnis hat und das beantwortet haben möchte. Du hast den Geschäftsführer, der einen strategischen Partner sucht. Und all diese unterschiedlichen Kontaktpunkte, die erreichen wir mit dem SEO halt super. Wild. Wild, ja. Also sollte man schon machen, ja? Ja, auf jeden Fall. Das sollte man am besten dich buchen, ja? Unbedingt. Nur uns. Gibt sonst keinen. Geil. Das ist auch so ein Thema, ne? Also, wo du das gerade ansprichst, Thema Wettbewerb. Wir haben auch festgestellt, es gibt halt so die Texterinnen, die von zu Hause aus arbeiten und so da ihre Passion gefunden haben. Die kriegen es halt hin, irgendwie so lokale Sachen, ne? Irgendwie Friseure oder sowas nach vorne zu bringen. Dann die Techniker. Da gibt es auch große SEO-Agenturen, die dann aber wirklich also ein rein technisches Verständnis haben. Und häufig halt nicht so die Zielgruppe richtig überzeugen können. Mhm. Und das Dritte, die Backlink-Verkäufer. Und das sind halt klassische Händler und denen geht es halt nur darum, Menge. Ne? Aber so wirklich irgendwie die einzelnen Zielgruppen gut anzusprechen, zu überzeugen, was wir auch dank eurer Hilfe sehr gut hinbekommen haben, das schaffen halt viele einfach nicht. Nice. Ja. Du bist ja dann in unser Coaching reingekommen. Genau. Inwieweit hat das so dein Geschäft jetzt beeinflusst? Ja gut, aus 1 wurde 10 Personen, aus 5 wurde 7-stellig. Ja. Ja, das ist eine gute Zusammenfassung. Ja. Aus einem Kitzbühelurlaub wurden 10. Ja, du merkst halt irgendwie, dass die Sachen, also klar, wenn du unternehmerisch denkst, dann hast du ja so ein paar Grundeinstellungen. Ne? Du weißt halt irgendwie, du musst was machen, damit ein Erfolg eintrifft. Du brauchst Prozesse, damit was eben sich entwickeln kann. Und gerade mit eurer Hilfe habe ich natürlich ganz viel an der Stelle Wissen einkaufen können und musste ganz viele Schleifen einfach nicht drehen. Deswegen merkt man halt auch einfach diese Sprunghaftigkeit in der Entwicklung. Und hier regional schlägt das ziemlich auf, weil halt irgendwie keiner mitkommt. Und was heißt, es schlägt auf? Ja, ist halt einfach wenig nachvollziehbar. Ne? Also das polarisiert, gerade in so einer kleinen Stadt. Gibt es halt eben die einen, die das total feiern. Das sind dann auch so die Unternehmer, mit denen wir auch hier regional zusammenarbeiten. Und auf der anderen Seite aber natürlich auch diejenigen, die halt total irritiert sind, dass jetzt das nächste große Auto fährst, dass du jetzt irgendwie das nächste große Büro hast, dass ich die ganze Zeit kommuniziere, ich suche noch weitere Mitarbeiter, weil das halt einfach nicht zu dem passt, was man sonst so kennt. Also so schnelles Wachstum genau. Überrascht hier die. Ja. Verunsichert die Bevölkerung gerade. Ja, genau. Von Siegen. Das ist eine wichtige Frage. Du hast jetzt deinen 911er abgegeben ja. und ersetzt durch einen Porsche Cayenne. Ja. Was für ein Cayenne ist das? Das ist der Cayenne Turbo. Ich weiß nicht viel über Autos, ich weiß, dass der 550 PS hat. Das hat er sich gemerkt. Ich habe auch keine Ahnung von Autos, deswegen passt das ja super, dass ich deswegen gerade frage. Bist du happy mit dem neuen Auto oder vermisst du deinen 911er jetzt? Also ich vermisse den 911er tatsächlich, aber wir haben Nachwuchs bekommen und der Kompromiss war natürlich, okay, wir brauchen ein Familienauto, was uns aber auch schnell von A nach B bringt. Und ich bin hier sehr gut mit den Porsche-Verkäufern, komischerweise. Genau, und der ist... Das war quasi der Kompromiss, ja. Genau, das war der Kompromiss. Kindersitz passt da rein. Genau. Ich gebe dir noch einen geheimen Hack, und zwar der Trend geht zum Zweitwagen. Okay. Das heißt, du kannst auch noch einen 911er haben. Ist auch in Arbeit. Also spätestens nächstes Jahr ist der wieder dran. Ja. Perfekt. Und dann du? Kannst du auch noch einen 911er? Wir mal schauen. Ja, warum nicht? Dann wird der voll stehen. Meinst du? Ja, passt zu dir. Ja, wir haben ja einen, der David hat ja einen. Ja, du bräuchtest einen Targa. Einen Targa? Ja. Ja. Okay. Wenn du das sagst, das ist der mit dem, wo hinten noch so das Glas ist, ne? Ja, genau, den du... Ja, der ist geil, den habe ich sogar früher immer, als ich auch in die Schule gegangen bin, hatte ich den immer so als Handy-Hintergrund, dass ich dann irgendwann so mal ein Auto habe. Ich weiß nicht, ob das der jetzt war oder ein anderer, aber ich meine schon. Ja. Das heißt, wäre schon gut, dann hätte ich ja mein Ziel, was ich mir damals auf meinem Handy-Hintergrund gemacht habe, auch mal erreicht. Das ist eine gute Frage, was hat denn ein Markus Baulig jetzt noch für Ziele? Was hast du denn jetzt erzählt? Die Weltherrschaft, natürlich, was denn sonst? Jetzt müssen wir mal gucken, was du jetzt als Hintergrund auf dem Handy hast. Ne? Jetzt habe ich als Hintergrund
Ja, ich habe das Hep. Nee, das ist der Apple Standard-Hintergrund. Okay, na gut. Also kein nächstes Auto, kein Bugatti Veyron oder sowas. Ja, keine Ahnung. Ja. Weiß jetzt nicht, ob der mir. Also, ich würde es nicht Nein sagen, aber. Ich meine, der geht eigentlich die Marke, ne? Bugatti. Ja. Das ist wieder so Next Level, dass das auch nicht gehatet wird, oder? Oder es wird extrem gehatet. Ich weiß es nicht, ich habe noch nie einen gesehen damit. Ich glaube, das war doch jetzt. Außer jetzt in Dubai. Ja, gut, klar. In Deutschland habe ich noch keinen gesehen. Nee, du? Ich auch nicht. Ja. Sehr schön wild. Was habe ich noch für Ziele? Wir wollen halt unsere Dienstleistung noch geiler machen, verbessern. Das merkst du ja selber immer, ne? Wir arbeiten ja auch viel daran. Bist ja auch in unserer Marktführer-Mastermind. www.marktführer.de könnt ihr euch da mehr Infos zu reinziehen. Wie gefällt dir die eigentlich? Weil du bist ja, ich meine, du hast ja schon die ganzen Trainings bei uns gekauft, ne? So, was willst du noch lernen von uns? So, warum verlängerst du wieder? Warum kaufst du die Mastermind? Ja, du merkst halt, oder ich merke halt, dass halt wirklich, also mit dem Moment, wo du die nächste Stufe erreichst, dass du, dass halt immer ganz andere Themen wichtig werden. Und gerade in der Marktführer-Mastermind, wenn du die so ansprichst, was natürlich jetzt gerade wichtig ist, ist, dass du dich halt mit den richtigen Leuten austauschst. Ne? Und dass du halt auch merkst, okay, du bist halt nicht irgendwie, so wie wir eben drüber gesprochen haben, so ein Exot vielleicht in deiner Region, aber weltweit oder deutschlandweit in der Online-Marketing-Welt gibt es halt auch noch andere, die noch krass unterwegs sind, die auch dir zeigen, dass die Ziele, die du dir setzt, vollkommen realistisch sind, dass du scheiße performst und so. Nein, also das... Im Vergleich zu ihnen. Nein, also das halt einfach noch mehr geht. Ne? Und das ist, dass es halt einfach logische Schritte sind. Ich habe das bei dem Jonas Eiser zum Beispiel gedacht. Da ging es ja darum, wer welchen Umsatz dreht zum Beispiel. Mhm. Und dass der eben auch bei der Zielsetzung, die ich jetzt hatte, wann in welchem Jahr ich wie viel Umsatz machen möchte, der genauso vorgegangen ist. Ne? Und okay, es ist halt keine Utopie, es ist halt einfach Strategie. Was sind denn deine Ziele da? Umsatzmäßig? Ja. Also ich möchte auf jeden Fall jetzt in diesem Jahr die 2,5 Millionen knacken, nächstes Jahr auf jeden Fall wieder verdoppeln und also es steht die achtstellige Zahl im Raum, die auch vollkommen realistisch ist, zu erreichen. Über 10 Millionen im Jahr, meinst du? Ja, genau, ja. Ja, klar geht das. Eins der Geheimnisse, um wirklich achtstellig zu gehen im Jahr, ist wirklich Kommunikation zu fixen. Ja. Heißt, da extrem gut drin zu werden, weil sonst anders ist das gar nicht möglich. Erstmal, weil du halt People's Business hast und mit deinen Mitarbeitern ja auch kommunizieren musst, aber auch, weil du mit deinen Kunden kommunizieren musst, weil du im Marketing kommunizieren musst und so weiter und so fort. Und das zieht sich halt durch das ganze Unternehmen. Weil wenn du einen Auftrag oder eine Anweisung zum Beispiel gibst an Mitarbeiter und du formulierst es nicht klar, wie ich jetzt zum Beispiel heute, wo ich dann eigentlich dachte, er würde das organisieren, das ist schon ein Ausnahmezustand, dass das jetzt passiert ist, und das ist nicht ganz klar gewesen, dann kommen so Situationen halt zustande. Wenn du das nicht kannst, und das passiert bei jedem Tag, ich meine, das ist einmal vorgekommen bei uns, das allererste Mal, dass irgendwie so ein Trip hier organisiert wurde, wo dann irgendwie das nicht richtig kommuniziert worden ist. Ja, wir sind ja auch nicht perfekt, aber wenn du das nicht hinkriegst, dann wird es halt schwierig auf dem Weg mit dem höheren Umsetzen. Aber man muss sich auch so super viele Eventualitäten einfach vorstellen und das halt einfach durchausschließen, also von vornherein einfach unterbinden, dass da irgendwas in die falsche Richtung laufen könnte. Aber unsere Sprache, weil du das mit dem SEO gerade eben angesprochen hast, gibt das ja auch her, dass du halt viel falsch verstehst oder halt in die falsche Richtung läufst. Wir haben das ja zum Beispiel auch bei der Formulierung der Angebote der Kunden. Super einfaches Beispiel, wir hatten mal einen Kunden, der Sonderschrauben produziert und der hat im ganzen südlichen Teil von Deutschland immer Anfragen bekommen, aber so andersrum, im nördlichen Teil und im südlichen Teil nicht. Und wir konnten dann halt einfach feststellen, dass die Anfragen ganz anders formuliert werden. Im südlichen Teil sagt man einfach Spezialschrauben, meint aber genau das Gleiche. Und das halt, du die benutzt einfach ein anderes Wort für dasselbe Ding. Genau, du siehst halt schon bei den Firmen, dass halt im Norden eben alle Sonderschrauben sagen, auch bei der Benennung der Firma, also Sonderschrauben GmbH und im Süden dann eben eher Spezialschrauben GmbH. Und das sind halt alles Sachen, die wir auch im SEO einfach rausfinden mit den Tools, mit denen wir arbeiten. Ja. Und genau an so Stellen kommen ja auch DAX. Ja, aber da muss man sich überlegen, diese Tatsache, dass man das halt nicht im Blick hat und seine Zielgruppe nicht so gut kennt, dass man das so realisiert, sorgt ja bei der Person dafür, dass sie wahrscheinlich Millionen von Euros nicht am Umsatz macht. Richtig geiler Punkt, das Thema Zielgruppe verstehen. Ich war vorletzte Woche bei einem Unternehmen, die machen oder stellen Maschinen her, mit denen du Sachen mischen kannst. Ne? Also so Pulver, Gewürze, also so lauter so trockenes Zeug. Mhm. Und da war es halt auch so, der Techniker hat halt damals gesagt, so ja, ich möchte halt so, ich weiß nicht mehr, Doppelschneckenextruder gefunden werden. Ne? Kein Schwein, was das ist, die Techniker wissen das. Ja, und dann fragst du dich, wer ist denn eure Zielgruppe? Ja, Startups wie Ankerkraut oder sowas, ne? Die Gewürze mischen,
Ja, und wie gehen die auf die Suche? Gewürzmaschinen oder Gewürzmischmaschinen oder sowas. Ne? Also die suchen halt mit ihrem konkreten Fall. Ja. Und wenn du so eben dich dann positionierst und deine Zielgruppe klar im Fokus hast, dann... Ja, genau. Die haben selber ihren Fachbegriff im Kopf. Genau. Denken, alle kennen den Fachbegriff, genau. Aber keiner kennt den Sachbegriff. Genau. Weil wenn man so, keine Ahnung, startet oder so, dann hat man einfach nicht das Know-how quasi da. Ja. Und wir kennen natürlich auch nicht die Suchbegriffe. Wenn ich weiß, was du suchst, dann machst du halt den Neandertaler-Suchmodus und sagst... Mischmaschine, Gewürz. Genau. Ja, und wenn du dann dafür rankst, ist ja geil, ne? Ja, und vor allen Dingen, also wenn du halt, also die so viele Unternehmen gucken ja immer aus ihrer Brille, ne? Auch die ganzen Agenturen beraten ja halt auch in die Richtung, so, ja, du musst einfach dich beschreiben, was du machst und so. Nee, geh auf das Problem ein. Also ich gehe ja nicht in Google und sage, ich brauche ganz konkret jetzt das, sondern hey, mein Problem ist das, gib mir eine Antwort. Genau. Ja. Geil. Wild. Ein paar sehr, sehr geile Insights auf jeden Fall schon mal hier. Wie kann man eigentlich euch finden, wenn man jetzt sagt, hey, ich brauche eine SEO-Agentur und will da Hilfe haben. Genau, super einfach. Auf www.philposch.de kann man sich eine kostenlose Potenzialanalyse buchen, in der wir dann uns ganz konkret schon den jeweiligen Markt ansehen. Wir schauen uns gemeinsam die Keywords an, die gesucht werden, beurteilen eben auch die Mitbewerber und stellen dann eben auch einen Fahrplan zusammen, wie wir die Unternehmen auf Seite 1 in Google bringen. Also melde dich gerne, www.philposch.de. Ich freue mich aufs Gespräch. Genau, und wenn man sich das nicht merken kann, einfach bei Google auf Google gehen und sagen, SEO, Mann mit Glatze, Baulig eingeben und dann findest du auch den Phil Posch. SEO optimiert. Ja, wir hatten tatsächlich neulich eine Anfrage von der Haartransplantationsklinik. Das hat mir sehr zu denken gegeben. Nee, kleiner Spaß am Rande. Geil. Wenn du selbst eine Agentur hast und du möchtest dein Geschäft weiter ausbauen, willst auch mehrfach sechsstellige Monatsumsätze erreichen, wie der Phil. Ja, wir können dir dabei helfen. Geh einfach auf www.andreasbaulig.de. Trag dich ein für ein kostenloses Erstgespräch bei uns und wir schauen dann an, ob und wie wir dir weiterhelfen können. Wenn du noch am Anfang stehst, ja, und im Grunde bist du auch als Einzelkämpfer zu uns gekommen, ja. Wie viel Umsatz hast du da gemacht? Knapp fünfstellig. Knapp fünfstellig, also 10.000, 15.000 Euro im Monat. Genau, ja. Ja? Also quasi bist ja started from the bottom, now here mäßig gerade hier am Start. Also, wieso? Wenn es bei 12 bleibt. Am Tag. Ach so, am Tag. Ja, ach, es ist heute ein schlechter Tag, der Umsatz, den du früher im Monat gemacht hast. Ja, stimmt, das ist ja gut. Das ist eine gute Sache. Wenn du selbst noch am Anfang stehst, auch kein Problem, wir können dir helfen. Ja, wir haben Trainings für jeden quasi Startpunkt, ja, und können dir auch erstmal helfen, auf fünfstellige Monatsumsätze zu kommen oder auf mehrfach fünfstellige Monatsumsätze. Wir haben Trainings für alles und jeden, der im Bereich Coaching, Beratung, Training, Dienstleistung, der Agenturinhaber ist oder auch wenn du Geschäftsführer bist von einem Unternehmen, haben wir unser Geschäftsführertraining, könnt ihr da auch weiterhelfen. Einfach auf www.andreasbaulig.de gehen, eintragen für ein Gespräch und wir schauen dann einfach, was da am meisten Sinn für dich macht. Vielen Dank schon mal, dass wir herkommen durften und wir verbringen heute noch ein bisschen Zeit zusammen, gehen her, was essen schön und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut, euer Markus.